Hallo, ich bin Elie Jenix und das ist der 16. Part meiner 100 Baby Challenge. Viel Spaß! Im letzten Part hatten wir ja eine riesige Geburtstagsfeier, also es ist wirklich fast jeder aus der Familie vorbeigekommen. Außer die kleine Brigitte, also die neue kleine Schwester von Emma, die war leider noch nicht dabei, weil sie ja noch ein Baby ist. Außerdem haben wir mittlerweile jede Menge Geld. Das heißt, in diesem Part werden wir jetzt noch mehr Geld verdienen und dann können wir das Haus endlich ein wenig umbauen. Aber bevor wir reinstarten, vergesst nicht, mir auf Twitch zu folgen. Dort findet im September ja mein 10-Stunden-Stream statt, um meine 1000 Abonnenten hier auf YouTube mit euch gemeinsam zu feiern. Dort wird es jede Menge unterschiedliche Spiele und Gewinnspiele geben. Vielleicht habe ich zu dem Zeitpunkt, wenn dieses Video online geht, euch das Datum ja schon bekannt gegeben, vielleicht aber auch nicht und deshalb starten wir jetzt einfach direkt in den Part hinein. Wir sind jetzt hier direkt nach der Geburtstagsfeier, also die Gäste sind schon nach Hause gegangen und nur mehr unsere Familie ist hier, die mittlerweile wirklich, wirklich riesig ist. Was passiert denn? Violet ist aus irgendeinem Grund sehr, sehr wütend. Ungewolltes Geschwisterkind? Violet hat gerade ein Geschwisterkind kennengelernt, das sie überhaupt nicht will? Was? Okay, zu Rose hat sie keine Gefühle. Und zu Jared? Zu Jared hat sie auch keine Gefühle. Okay, keine Ahnung, wer ihr ungewolltes Geschwisterkind ist. Aber genau, wenn wir schon hier sind, dann kann ich gleich schauen, ob auch sie irgendwelche Merkmale vererbt bekommen haben. Okay, er liebt die Natur und ist auch unberechenbar, wie sein Vater. Also ich glaube, die beiden Merkmale sind von seinem Vater. Schneller Lerner und häuslich, okay. Und Rose ist gesellig, ebenfalls unberechenbar und familienbewusst. Okay, also sie kommt irgendwie nach beiden. Also sowohl nach ihrem Vater als auch nach ihrer Mutter. Gut zu wissen. Aber gut, wie angekündigt, dieser Part wird ein Arbeitspart und deshalb wird sich Emma jetzt gleich mal um den Garten kümmern. Oh, wir können so viel weiterentwickeln. Dann werden wir hier mal alles weiterentwickeln. Die Kinder lassen wir einfach durch die Gegend laufen. Wie könnte es anders sein? Dann können wir hier, wo hier konnten wir alles ernten. Das können wir noch weiterentwickeln und das können wir und das können wir auch noch weiterentwickeln. Wir haben mittlerweile so viele Pflanzen. Schokobeeren, Blaubeeren, Paprika, Pilze, Basilikum. Und die kleine Rose ist irgendwie sehr, sehr unglücklich, wütend. Zuckerschock. Ach so, weil sie den Schokokuchen gegessen hat. Ja, das war aber dein Geburtstagskuchen. Einmal im Jahr darf man zumindest Schoko essen. Das ist Gesetz. Hier können wir die Apfelbäume noch weiterentwickeln. Sehr, sehr gut. Also mit dem Garten läuft es wirklich ausgezeichnet. Ich habe mir übrigens überlegt, ich würde in diesem Part auch gern wieder eine Henne kaufen. Also am liebsten würde ich gleich zwei Hennen und einen Hahn kaufen. Überlegt euch am besten gleich mal Namen dafür und schreibt mir diese sehr gern in die Kommentare. Außerdem hätte ich bald gerne auch ein anderes Tier, also entweder eine Kuh oder ein Lama. Schreibt mir auch da gerne in die Kommentare, was ihr lieber hättet. Ich kann mich nämlich wirklich gar nicht entscheiden. Weil Lamas sind an sich schon sehr, sehr cool, aber die Milch von der Kuh wäre halt auch wirklich, wirklich brauchbar. Deshalb schreibt mir in die Kommentare, ich brauche da wirklich eure Meinung. Oh, da können wir auch noch was weiterentwickeln. Oh, Emma und Rose sind gute Freunde geworden. Aber gut, wir werden jetzt noch ein paar Sachen einmachen. Und zwar werden wir Schokoladensirup machen und Blaubeermarmelade. Und noch mehr Schokoladensirup. Und noch mehr Schokoladensirup. Und wie geht es den Kindern? Okay, Daisy muss auf die Toilette. Das müssen wir leider ersetzen. Ivy übt mit der Geige. Nein, Ivy, du spielst nicht Geige. Du hilfst uns hier beim Aufräumen. Nicht schlafen. Wobei, okay, es ist schon 9:30. Violet darf tatsächlich schlafen. Jared geht es gut und Rose geht es auch gut. Die beiden werden aber schon bald einmal müde. Ich glaube, ich werde den beiden auch schon schnell einmal Betten kaufen. Später im Part werden wir das dann alles noch genauer umbauen. Aber für die Zwischenzeit brauchen sie auf jeden Fall einmal Betten. Ich glaube, die Custom-Content-Betten funktionieren alle nicht mehr. Leider. Wo haben wir normale Kleinkinderbetten? Hier. Ja, das würde eigentlich für Jared gut passen. Und das für Rose. Ja, ich glaube, das geht gut. Dann ist das jetzt das Bett von Jared. Und das ist das Bett von der kleinen Rose. Und dann können die beiden eigentlich auch schon mal ins Bett gehen.
Hier schläfst du und hier schläfst du. Und wie schon gesagt, morgen werden wir mit Emma noch in die Stadt gehen und jede Menge Dinge sammeln und verkaufen und einfach Geld verdienen. Und dann werden wir das Haus ein wenig umbauen. Also hier für die Zwillinge möchte ich hier vielleicht so eine Plattform einbauen, dass so jeder seinen eigenen Bereich hat. Und natürlich auch hier oben, dass alle drei wirklich ein eigenes Zimmer mit Wänden und Türen haben. Und falls uns dann noch Geld übrig bleibt, könnten wir uns ja überlegen, hier noch ein zweites Badezimmer zu machen. Aber ja, da sehen wir dann, ob wir noch genügend Geld haben. Die Wiegen können wir auch gleich verkaufen. Oh, für die bekommen wir auch sehr, sehr viel Geld. Das ist sehr, sehr schön. Aber wir haben schon fast 12 Uhr. Also Daisy isst jetzt noch einen Kuchen, dann kann sie ins Bett gehen. Ivy, du kannst zuerst noch baden gehen. Dann gehst du ins Bett. Ivy ist eine Hundefreundin. Sims, die Hunde lieben, sind in Gesellschaft von Hunden am glücklichsten. Ja, aber da ist doch gar kein Hund. Keine Ahnung, was das war. Violet darf auch noch ein Stück Kuchen essen und dann gehst auch du ins Bett. Also normalerweise sollten die Kids natürlich nach 12 Uhr keinen Kuchen mehr essen. Aber es war immerhin eine Feier und die Zwillinge hatten Geburtstag. Deshalb können auch die Drillinge mal ein paar Sachen machen, die sie normalerweise nicht dürfen. Und die Geige kommt natürlich wieder zu Violet ins Zimmer. Hier steht auch schmutziges Geschirr. Wieso sieht es in diesem Haus immer so aus eigentlich? Kann mir das irgendjemand sagen? Violet fürchtet sich vor dem, was in der Dunkelheit lauert. Die Finsternis dient einzig und allein dazu, die gruseligsten und furchterregendsten Kreaturen der Nacht unter ihrem Schleier zu verbergen. Sie hat das Gefühl, als könnte jederzeit etwas aus der Dunkelheit hervorspringen. Und dieser Typ namens Vladislaus ruft in letzter Zeit auch ständig an. Also Violet hat anscheinend jetzt Angst vor der Dunkelheit. Angst im Dunkeln. Violet hat nachts Angst und Probleme durchzuschlafen. Beim kleinsten Geräusch in der Nacht wacht sie auf. Oh nein, arme Violet, kannst du jetzt weiterschlafen? Okay, dann mach einfach mal ein Nickerchen. Vielleicht funktioniert das ja. Oh. Und was ist mit Ivy? Ivy ist auch verängstigt. Wieso bist du verängstigt? Ach so, die haben alle ein Monster unter ihrem Bett. Alles klar. Dann wirst du auch ein Nickerchen machen. Denn Emma ist leider schon am Schlafen und sie hat morgen einen sehr, sehr anstrengenden Tag vor sich. Jetzt ist der Ofen noch immer kaputt. Emma, du musst den doch reparieren. Oh. Können wir sie irgendwie wiederbeleben? Game over. Ich glaube, ich habe gerade zum ersten Mal in meinem Leben in Sims verloren. Ja, wir werden nicht speichern. Ich gehe jetzt zurück zum Hauptmenü und wir werden einfach ab einem anderen Punkt wieder neu starten. Und hier sind wir wieder. Es ist 5 Uhr früh und es sind tatsächlich alle noch am Leben. Ivy dreht nur irgendwie gerade ein wenig am Rad. Ach so, weil sie Angst hat vor dem Monster unterm Bett. Naja, dann mach hier ein Nickerchen neben deiner Mutter im Bett. Und das wird dann schon funktionieren. Hier kannst du ganz sicher schlafen. Ansonsten geht es aber allen gut. Nein, wer kommt denn hier? Das ist nicht Violet. Daisy? Daisy, kannst du auch nicht mehr schlafen? Daisy ist zu aufgeregt, um zu schlafen. Sehr energiegeladen. Hallo, mein Freund. Ah, sie hat sich mit dem Monster unter dem Bett angefreundet und deshalb geht es ihr gut. Alles klar. Und was ist mit dem kleinen... Er hat einen Albtraum. Der kleine Jared hatte einen Albtraum. Dann werden wir jetzt einmal lustige Gesichter schneiden und ihn liebevoll umarmen. Okay, ins Bett bringen können wir ihn leider nicht, aber vielleicht können wir ihn ja zumindest so beruhigen. Jetzt hatte Ivy auch noch einen Albtraum. Was ist mit diesen Kindern los? Ach so, ich hatte schon die ganze Zeit einen Albtraum. Mach noch ein paar Nickerchen, alles wird wieder gut. Ja, und Violet steht jetzt auf und frühstückt einmal Tatar Manakesh. Man spricht es übrigens sicher ganz anders aus. Aber ja, es klingt unfassbar lecker. Ich glaube, ich werde das öfter kochen. In Sims und im Real Life. So, kleiner Jared, geht es dir wieder besser? Nein, okay. Ja, mach sonst einfach mal ein Nickerchen. Und Daisy, du könntest eigentlich etwas frühstücken und dann könntest du dich auch nochmal ins Bett legen. Ja gut, es ist zwar Sonntag, aber du musst trotzdem nicht um 4 Uhr aufstehen. Ivy hatte einfach schon wieder einen Albtraum. Ivy, was ist los mit dir? Ach, und weil wir jetzt neu gestartet haben, hat Violet diese Angst jetzt auch nicht mehr.
Vielleicht entwickelt sie sie ja noch, keine Ahnung. Aber gut, wir haben 7 Uhr früh und auch ein paar Sachen im Inventar. Oh, das können wir gleich in den Kühlschrank geben. Und ich glaube, dann machen wir uns jetzt auf den Weg in die Stadt. Und ich glaube, wir gehen jetzt aber nicht alleine. Vielleicht nehmen wir jetzt Lenny mit, dann kann sie den Tag mit Lenny verbringen. Und wir tun jetzt einfach so, als würden die Großeltern in der Zwischenzeit auf die Kinder aufpassen. Ich weiß, ich lasse die Kids sehr, sehr oft alleine. Aber immerhin müssen wir Geld verdienen und alles andere auf die Reihe kriegen, dass sie eine schöne Zukunft vor sich haben können. Und zumindest lebt ihre Mutter jetzt noch oder eigentlich wieder. Wow, das war wirklich ein Fail. Aber wir sind hier. Hier haben wir unseren Lenny. Oh, was ist denn los? Wir werden jetzt mal versuchen, ihn aufzumuntern. Er ist traurig. Wie? Wir werden ihm Geselligkeitstipps geben. Oh, er ist so süß. Ihm geht's auch gleich wieder besser. Dann werden wir einmal vom Kochen schwärmen. Was gibt es hier? Vorlieben und Abneigungen. Dann werden wir ihn einmal kennenlernen. Und dann... Oh, jetzt mag er uns nicht mehr. Gut. Und dann werden wir ihm eine dramatische Geschichte erzählen. Er ist ein Kind der Insel. Spannend. Vielleicht erzählt sie ihm ja die Geschichte, wie sie fast an einem Stromschlag gestorben wäre. Ja. Dann können wir einmal mit unserer Familie angeben. Und dann werden wir einen Witz über Marsmenschen erzählen. Und dann können wir einmal über das Gefühl der Erschöpfung klagen. Ich glaube, mit 5 Kindern ist es ziemlich logisch, dass sie sich erschöpft fühlt. Und das darf sie auch. Oh, der Marktstand öffnet so und so erst um 9 Uhr. Das heißt, wir unterhalten uns jetzt einfach noch ein wenig mit Lenny. Wir werden ihn einmal umarmen, von unseren Ideen erzählen. Und können wir hier irgendwas gemeinsam machen? Oh ja, wir könnten in der Zwischenzeit hier gemeinsam angeln gehen. Und jetzt angeln die beiden hier und Emma fühlt sich auch überglücklich. Gute Gesellschaft, weil jemanden in der Nähe verehrt. Oh, wie süß ist das? Dann noch Lebensstilverbreitung und wegen Geburtstagsparty. Oh, also sie fühlt sich wirklich unglaublich gut. Ich schau mal, welchen Lebensstil sie jetzt hat. Gesellig. Ah. Sims mit dem Lebensstil gesellig fällt es leichter, viele Freundschaften aufzubauen und zu pflegen. Wobei die Freundschaften meist weniger intensiv sind. Um diesen Lebensstil zu erhalten oder beizubehalten, sollte ein Sim 4 oder mehr Freunde haben. Ja, also ich glaube, das schaffen wir. Immerhin wird sie irgendwann tausende Kinder haben und auch tausende Männer kennenlernen. Also das sollte einfach sein. Aber gut, dann gehen wir jetzt zum Marktstand und werden unsere Sachen verkaufen. Wir werden einmal handeln und Objekte verkaufen. Und hier steht schon wieder ein neuer Mann. Felix Tyson. Markus Flex ruft uns jetzt an. Ich habe Lust, ein bisschen zu feilschen. Begleitest du mich zum Flohmarkt? Eigentlich würde ich sagen ja, aber es ist leider gerade ein schlechter Zeitpunkt. Sorry, Markus, aber vielleicht rufen wir ihn einfach am Abend einmal an. Anscheinend möchte er ja mit uns plaudern oder uns näher kennenlernen. Und warum nicht? Emma muss viele Männer besser kennenlernen. Deshalb passt das, denke ich, ganz gut. Aber was wollte ich vorher sagen? Genau, der letzte Part ist jetzt leider noch nicht online. Das heißt, ich weiß noch nicht, ob ihr mir sagen könnt, warum Kim nicht mehr hier steht. Also, falls ihr es wisst, schreibt es mir auch gerne unter dieses Video. Ich hätte Kim gerne zurück und nicht einfach random irgendwelche Leute da. Ja, gut, sie ist sehr selbstsicher. Oh, das heißt, wir haben wieder erfolgreich gefeilscht. Emma ist einfach so cool. Ich liebe Emma. Gut, wir verkaufen unsere Blaubeermarmelade, eine Forelle, die sie übrigens gerade gefangen hat, und dann noch das Schokoladensirup und haben schon wieder über 500 Simoleons gemacht. Nicht schlecht. Aber gut, ich möchte jetzt noch ein wenig mit Lenny unterwegs sein. Schauen wir einfach mal hier in den Nationalpark. Da waren wir schon ewig nicht mehr. Und wenn ich mich richtig erinnere, waren wir ja am Anfang vom Let's Play sehr, sehr oft dort. Und es gab immer sehr viele Pflanzen, die wir aber nie ernten konnten. Und die sind mittlerweile sicher alle reif. Und hier sind wir. Plauder noch ein wenig mit Lenny. Muskeln zeigen? Emma, seit wann hast du Muskeln? Ich habe dich noch nie Sport machen sehen. Okay. Er war beeindruckt von unseren Muskeln. Alles klar. Oh, er fühlt sich unwohl. Das ist nicht gut. Wir werden ihm noch eine dramatische Geschichte erzählen und seinen Tag verschönern. Vielleicht geht es ihm da besser. Und in der Zwischenzeit schaue ich mich mal um, ob ich irgendwelche reifen Pflanzen finde. Oh, hier sind Vögel.
Irgendwann müssen wir uns auch mit Vögeln anfreunden. Vielleicht mit Ivy, das würde gut zu ihr passen. Hier haben wir eine Blaubeere. Die ist noch nicht reif, leider. Hier haben wir die Schokobeere, die ist reif, die können wir ernten. Vielleicht sollte ich in Zukunft meine Brille aufsetzen beim Sims-Spielen. Irgendwie sehe ich gar nichts mehr. Und hier oben gibt es noch einen seltsamen Pilz. Alles klar. Emma hat eine Zeitkapsel gefunden. Oh, die ist normal auch sehr viel wert. Die werden wir jetzt einfach gleich mal so verkaufen. 70 Simoleons, nicht schlecht. Was ist das? Oh, ihr Tagebuch. Das habe ich schon ganz wieder vergessen. Und dann hat sie jetzt noch einen Pilz gefunden. Und zwar, oh, einen normalen Pilz. Okay. Ich dachte mir ehrlich gesagt, dass das etwas Besonderes ist, aber anscheinend nicht. Und ich glaube, jetzt kann sie noch ganz kurz einmal Max anrufen. Lenny ist anscheinend eh wieder gegangen. Und er wollte ja etwas mit uns unternehmen. Dann werden wir jetzt einfach mal mit ihm plaudern. Aber dann müssen wir dann auch schon nach Hause, weil ihr geht es leider mittlerweile ziemlich schlecht. Und sie muss ja auch wieder zurück zu ihren Kindern. Und jetzt ruft uns Gabriel an. Du wirst es nicht glauben, aber Rita Combs ist so ein Schnuckelchen. Ich bin verliebt. Oh, Gabriel, ich freue mich so für dich. Ich meine, irgendwie finde ich es noch immer schade, dass die beiden nicht zusammen sind, weil ich finde Gabriel so unglaublich süß. Aber wenn er jetzt mit Rita glücklich ist, dann freut mich das natürlich auch. Dann sagen wir natürlich Glückwunsch und ich würde sie wirklich gern mal kennenlernen. Wer bist du? Vanessa. Die sieht ja cool aus. Okay, aber gut, wir müssen nach Hause. Wir haben keine Zeit mehr, uns mit irgendjemandem anzufreunden. Unsere 1000 Kinder warten auf uns. Und wir sind wieder da. Wer seid denn ihr schon wieder? Lena Weißhaupt und Manuel Völl. Okay, alles klar. Kids, warum geht es euch allen so schlecht? Was ist hier los? Okay, eigentlich muss nur Ivy ganz dringend aufs Klo. Dann geh du mal auf die Toilette. Den anderen geht es eh unglaublich gut. Emma kann dann mal schnell etwas essen. Und dann kann auch sie auf die Toilette und in die Badewanne. Jetzt ruft Lavina uns an. Kurze Frage. Kim Goldblume und ich haben vor, Zeit zusammen verbringen. Soll ich mich wirklich drauf einlassen? Was ist eigentlich mit dieser Frau los? Warum braucht sie immer Bestätigung in allem, was sie tut? Aber ja, natürlich, Freundschaften aufzubauen ist immer gut. Okay, Daisy. Daisy, was machst du? Unter der Decke lesen? Okay. Hat gerade irgendjemand nichts zu tun? Perfekt, Violet. Du kannst uns jetzt einmal ein Huhn kaufen. Und zwar möchte ich eine braune Henne. Dann kaufen wir noch eine schwarze Henne und einen weißen Hahn. Ich glaube, das passt ganz gut. Und das Ganze kostet 500 Simoleons. Perfekt. Wir haben jetzt wieder neue Hühner. Und als erstes kommt unser weißer Hahn. Er heißt jetzt Romeo. Okay. Wie gesagt, fürs Umbenennen warte ich noch auf eure Namensvorschläge. Also wir haben uns ja darauf geeinigt, unsere Hühner und unsere Hähne sehr, sehr altertümliche deutsche Namen zu geben. Also wir hatten ja schon unsere Elfriede, die ging aber leider sehr, sehr schnell wieder von uns. Ja, ich muss irgendetwas gegen diese Füchse unternehmen. Unsere schwarze Henne heißt jetzt Clara. Ich glaube, wir hatten schon mal ein Huhn, das Clara hieß. Aber okay. Und dann haben wir noch eine Dottie. Ja, nicht die besten Namen der Welt, also ich freue mich schon auf eure Vorschläge. Und genau, nicht vergessen, sagt mir auch Bescheid, ob wir uns besser ein Lama oder eine Kuh holen sollen. Und gegen die Hühner wäre es natürlich am besten, wenn wir diesen Fuchsalarm hätten. Aber da brauchen wir drei Vieh-Tuning-Teile. Ja, da müssten wir den Bewohnern wieder helfen. Keine Ahnung, ob wir das schaffen. Und Emma hat jetzt noch einen Lebensstil, und zwar ist sie glücklicher Single. Okay. Sims mit dem Lebensstil glücklicher Single genießen das Single-Leben und ihre Unabhängigkeit. Um diesen Lebensstil zu erhalten oder beizubehalten, solltest du keine feste romantische Beziehung eingehen. Gabriel Walter findet Emma Potter klasse und möchte beste Freunde werden. Oh, ist das süß. Aber nein, ich möchte, dass wir beste Freunde mit Lenny werden. Sorry, Gabriel. Ivy tut das, was eine Ivy tut. Sie freundet sich mit unserem Hahn an. Oh, ist das niedlich. Sie ist eine Tierfreundin. Oh. Es ist so süß. Ich hoffe, unsere Tiere bleiben uns diesmal länger erhalten. Das wäre wirklich, wirklich schön. Gabriel ist da? Wieso ist Gabriel da? Und wieso sieht er Emma beim Baden zu? Gabriel, das ist schon ein bisschen creepy. Können wir ihm sagen, dass das creepy ist?
Techtelmechteltechniken kritisieren? Ich glaube nicht. Wie können wir ihm das sagen? Wir werden ihm einmal einfach beleidigen. Er kommt einfach schon wieder rein, wenn sie sich badert. Was ist los mit dir, Gabriel? Und dann werden wir ihn einmal anbrüllen. Gut. Dann hätten wir die Beziehung von denen beiden auch wieder verbessert. Sehr, sehr gut. Sie haben jetzt eine Stimmung miteinander? Gefühle von Emma gegenüber Gabriel erschrocken. Emma beurteilt die Beziehung zu Gabriel noch nicht als beste Freundschaft. Vielleicht kann etwas Distanz helfen. Und er ist deprimiert wegen Ablehnung. Oh, er ist jetzt voll traurig, weil er so gern unser bester Freund wäre. Ist das traurig? Hä? Ihr seid doch nur Freunde. Warum ist jetzt die Liebesleiste rot? Ach, diese Sims sind immer so kompliziert. Aber es ist jetzt an der Zeit. Ich werde jetzt beginnen, das Haus umzubauen. Und damit es nicht so langweilig ist, machen wir auch das im Schnelldurchlauf.
ich bin endlich fertig und ich zeige euch schnell noch, was ich gebaut habe. Und zwar, hier haben wir jetzt das Zimmer der Zwillinge. Also hier unten ist der Bereich von Jared, eben wie gesagt in diesem orange-braunen. Und hier oben haben wir das Zimmer von Rose. Hier habe ich mich an den Farben Rot orientiert, wobei natürlich auch Violett, Pink, Rosa mit dazu kam. Und ansonsten habe ich hier unten nur noch hier Fliesen hinzugegeben. Gut, dann geht es eigentlich schon in den ersten Stock. Und als erstes habe ich hier ein paar Wände gezogen. Also jeder hat jetzt sein eigenes Zimmer. Hier haben wir das von Violet, hier das von Ivy, hier das von Daisy und hier haben wir noch ein kleines Badezimmer. Und außerdem ist jetzt endlich der Flur hier beleuchtet. Gut, beginnen wir mal mit dem Zimmer von Daisy. Natürlich ist der Fokus weiterhin auf den Farben Gelb und Weiß. Und hier das mit den Lichterketten hier, das fand ich besonders cool. Das ist vom neuen Highschool Pack. Ja, ich habe hier dann hier noch ein paar Verzierungen an der Wand hinzugegeben. Hier noch einen Spiegel, ein paar Bücher und ein Bücherregal. Dann geht es auch schon weiter mit dem Zimmer von Ivy. Ich sehe gerade, dass das schwebt. Nein, es schwebt doch nicht. Alles gut. Also sie hat hier ein Aquarium und wir müssen ihr auch gleich einen Fisch kaufen. Ja, wir kaufen ihr einen Goldfisch. Und sie hat grundsätzlich noch immer am wenigsten Gegenstände von den dreien. Also sie hat jetzt hier nur ein paar Pflanzen. Hier haben wir auch eine Wanddeko. Und dann haben wir hier so eine Obstkiste als Nachtkästchen. Ich fand, das passt ganz gut so zu ihr, weil sie so ein minimalistischer Sim ist. Ja, das Badezimmer ist nichts Besonderes. Ein ganz normales Bad. Und hier dann noch das Reich von Violet. Ich liebe dieses Zimmer. Also ich habe ihr noch jede Menge Klamotten und Dinge für den Boden gegeben, dass es einfach sehr, sehr unordentlich aussieht. Dann hat sie noch diesen Teppich hier bekommen und dann habe ich ihr noch ein paar Sachen dazu an die Wände gehängt. Also das sind ja ihre Zeichnungen und dann hat sie hier da jetzt noch diese Poster und ich schätze, das ist von irgendwelchen Sportclubs oder so. Keine Ahnung, kam auf jeden Fall auch alles mit dem Highschool Pack. Und ja, das ist jetzt unser neues Haus. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt, was ich noch dazu bauen könnte oder was ich ändern könnte, dann schreibt es mir sehr, sehr gern in die Kommentare. Aber vermutlich geht sich das erst im übernächsten Part oder so aus. Wir haben jetzt nämlich nur mehr 488 Simoleons. Aber gut, an dieser Stelle werde ich den Part dann auch beenden. Und nun sind wir schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und wie immer freue ich mich an dieser Stelle über jedes Abo, über jedes Like und natürlich besonders auch über jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!